Jo, hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Es ist endlich soweit, Valorant ist released und ich dachte mir, wir schauen uns jetzt mal den neuen Spielmodus an und zwar Spike Ansturm. Ich kannte ihn bis jetzt nur unter dem Namen Spike Rush halt auf Englisch. Was steht hier? Spike Ansturm, kürzere Valorant-Spiel. Das erste Team mit 4 Siegen gewinnt. Hier vorne wird schon vorgestellt und steht, dass es 8 bis 12 Minuten dauert. Deshalb ich dachte mir, ich lade mal die erste Folge oder meine erste Runde Spike-Ansturm hoch. Ich bin jetzt tatsächlich noch gar nicht irgendwie aufgewärmt oder so. Aber egal, wir fangen jetzt direkt mal los. Wir fangen jetzt besser mal direkt mal an, bevor wir jetzt hier zu lange reden. Und auf geht's. Okay, wir sehen auf jeden Fall schon mal einen neuen Ladescreen. Man sieht die Map von oben. Es ist nicht mehr so blurry. Und ich darf mir einen Charakter auswählen. Ich weiß nicht, worum es geht, ehrlich gesagt. Junge, bin ich. Ich spiele einfach mal. Oh mein Gott, nicht Jett. Ich hasse Jett über alles. Also Retalk. Also ich habe kein Problem mit Jett so, aber im Matchmaking oder so. Wenn ein Mate oder so Jett pickt, bin ich meistens nicht so begeistert. Okay. Okay, man sieht die Map im Ladescreen, man sieht die Gegner, was die gepickt haben. Sieht alles nochmal sehr, sehr ja, solide aus, alles nochmal ein bisschen hübscher, alles auch ein bisschen hübscher aufgemacht. Ach ja, stimmt, ich habe jetzt wieder Standard-Knife. So, wie funktioniert das? Kaufen kann man hier nicht. Ich glaube, da stand ja auch, man bekommt zufällige Waffen, alle rennen Richtung A. Ich laufe mir mal meinem Team hinterher und schauen, was die so machen, ob das jetzt hier Sinn macht. Also auf der Map, was ist das denn auf der Map? Ich habe mich, okay, einer rennt schon mal rüber zu B. Ich gehe mal zu diesem Schadensboost. Okay. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht. Der rennt hier einfach durch, der kennt gar nichts. Kann ich auch aufnehmen, oder was? So, erhalten der Ult. Oh! Ach. Ja, moin. Spike platziert, die Frage ist, wo, ne? Wahrscheinlich hier auf C, ne? Gehen wir mal hier durch. Ich habe ehrlich gesagt Jett, glaube ich, noch nie gespielt. Also verzeiht mir, wenn ich jetzt hier... Oh, Junge, ich bin echt noch nicht aufgewärmt hier, ne? Einer ist CT, einer diffused. Ein Gegner übrig. Das ist doch gar... Letzter lebender Spieler. Huh! Alles klar, ich bin's! Easy Klatsch, easy win, erste Runde geholt. Okay, ich verstehe langsam das Spielprinzip. Auf der Map sieht man, wo es diese komischen Kugeln gibt. Und damit bekommt man verschiedene Fähigkeiten. Und man bekommt am Anfang der Runde immer eine zufällig. Die haben wir alle, ne? Wir haben alle dieselbe Waffe. Ich schätze mal, die Gegner auch. Oh, ich habe fast eine Ace gemacht, du. Junge, Junge, Junge. Und dort, wo diese Fragezeichen sind, kommen diese Orbs, die man aufnehmen kann. Und die haben verschiedene Sachen. Also im Prinzip so, wie ich es in meinem Video schon mal erklärt hatte. Das ist wahrscheinlich hier dieser Boost nach vorne. Oh, Junge, Junge, Junge. Das ist aber gar nicht gut. Haben wir eine Sage? Wir haben eine Sage, ne? Aber die wird mich wahrscheinlich nicht heilen. Aber es gab auch, aber ich glaube auf der Map gibt es den gerade aktuell nicht. Es gab auf, es gab auch einen Orb, der einen heilt, das weiß ich. Dann nehmen wir mal hier die Ulti in der Hoffnung. Oh, korrekt, Alter. Bestes Team, das ich je hatte. So, die stehen doch locker lang da drin, oder? Sind die Gegner denn? Junge, zwei Gegner am Leben, keiner kommt. Was ist das hier? Junge, es juckt sie nicht mal. Alles klar. Läuft bei euch. Letzte Runde vor dem Wechsel. Alles klar. Ah, okay, bestimmt. Da stand man, braucht 4 Runden zum Gewinnen, ne? Okay, dann gehen wir nochmal hier unten. Obwohl, aber da... Ja, die Punkte zum Einnehmen von den Orbs ist tatsächlich gar nicht so einfach, ne? Also zumindest sind es an Punkten, wo man immer... Ja, Gegner hat, ne? Oder. Oh, was ist das? Oh, das will ich aber jetzt. Das würde mich echt interessieren. Lass mich mal bitte den Ding hier einnehmen. Verkrüppelter Verfall zufügen.
Mache ich den Gegnern gerade Schaden oder wie sieht das aus? Oh moin, da stand noch einer hinter mir. Fuck. Was ich gerade gemacht habe, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Irgendwas ist da gerade passiert. Ob ich den Gegnern gerade irgendwie so einen Poison-Effekt zugefügt habe oder... Oh boy. Na gut, die erste eine Runde können wir den Gegner geben. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, Seitenwechsel. Ich wollte schon wieder gerade kaufen. Aber kann man wohl nicht. Die erste Runde ist wohl immer Pistol Round, scheint so. Und die zweite Runde haben wir, glaube ich, MP gespielt und die dritte hatten wir Rifle, ne? Wird wahrscheinlich immer so sein, dass man irgendwie eine Pistol hat in der ersten Runde. Und... Komm, piek doch nochmal. Dink. Mann, piek doch! Der kleine Penner. Verkrüppel? Scheiße, ich konnte nicht lesen, was da steht. Schadensbusskugel übernommen. Okay, also man bekommt auch immer eine Benachrichtigung, wenn jemand eine so eine Fähigkeit aufnimmt. Das heißt, man kann dann ungefähr auf der Map, glaube ich, auch ausschließen, wo die Gegner sind gerade. Ich sehe gerade auch, wir haben alle einen Spike. Ich frage mich, ob man auf verschiedenen Spots planten kann. Das wäre heftig, ich glaube nicht. Da haben wir wieder so ein Orb. Also das heißt, jeder kann planten. Du hast 15 Sekunden, mein Junge, tu irgendwas. Da hätte ich jetzt nicht geplantet, wenn hinter dir gerade noch einer war. Aber okay. Du hörst die Steps hoffentlich. Er smoked sich ein. Hier sind die Pro-Strats am Start. Ich sehe schon. Es ist ein junger ESL-Spieler. Er weiß, was er tut. Der weiß ganz genau, was er tut. Gar kein Problem für ihn. Der spielt das so souverän hier aus. Easy für ihn. Ach, der hat extra verkauft. Ja, nee, allein für den Spannungseffekt wollte er jetzt wahrscheinlich nochmal hier für die Zuschauer es ein bisschen spannend machen. 2-2. Ich glaube, wir brauchen zwei... Ich frage mich, sind wir jetzt wieder auf der T-Seite? Ne, eine Runde müssten wir noch machen wahrscheinlich, ne? Ah ja, okay. Ah, man sieht hier in der Mitte. Drei Runden als Dingen und dann mal... Ja, okay. Macht Sinn. Nochmal drei Runden als Attackers und drei Runden als Defenders vorhin. Marshall. Um Gottes Willen, also kleiner Funfact über mich, ich bin der schlechteste Sniper-Spieler, den es so vermutlich gibt. Ja, ich habe ein bisschen Schiss, die pushen doch locker hier durch, oder nicht? Hab ich doch auch jede Runde gemacht. Da haben wir schon mal einen Hit. Easy peasy, Alter, ich werde Jetman, sowas von safe. Oh, hier unten ist einer, oder? Ich scheiß mal auf Schleichen und so, wenn ich... Das Gute ist... Was haben wir hier? Ah, ich bekomme meine Ult. Ich habe eh schon meine Ult, ne? Macht eh keinen Sinn jetzt. Mal nachladen. Aber ich habe ja meine Bombe. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch auf A einfach planten, ne? Ah ja, wie geil. Meine Mates sind zwar auf B drauf und ich mache jetzt den übelsten Assi-Move. Kommt da oben rein? Nein. Sehr schön. Aber ich habe meine Ult. Also ich muss sagen... Ja. Aus dem Weg! Spawn. Nur, wo ist es denn? Das Ding ist, ich glaube, es ist relativ schwer zu wissen, wo geplantet wurde, oder? Wenn theoretisch überall angespielt wird. Und die Leute fallen relativ schnell um hier in dem Game-Mode. Ist sogar noch gestorben, also er hat den Spot gefunden. ja. Aber ist auf jeden Fall... Och, nicht schon wieder Sniper, komm, Alter, führ mich doch nicht so vor. Obwohl, gerade mit der Masche war ganz gut, gell? Da habe ich gar nicht mal so schlecht gespielt.
So, ein Matchpunkt. Ich frage mich, ob es hier auch Verlängerung gibt. Ich will jetzt nicht reinthrown, um es auszuprobieren, aber wer weiß. Und jetzt gibt es 4 Dinge und das ist nochmal so ein Verfallding. Könnte man sich theoretisch nochmal anschauen. Hier verhindert Phoenix auf der hier gespielt. So, verkrüppelnder Verfall zuzufügen. Und ist keiner auf A oder was? Na gut. Na, dann plant ich mal, ne? Boah, hier, guck mal, der Pro-Spieler wieder am Start mit den Smokes. Die hat der auswendig gelernt. Vor allen Dingen die. Trickshot. Geht die eigentlich durch? Ich glaube schon, ne? Gott, dauert das lange. Lass sie diven. Ja! Okay, das geht natürlich echt schnell, ne? So, und das war's jetzt schon, ne? Nee, aber wie gesagt, also, sie wollten einen schnellen Modus machen, der schnell vorbeigeht, den man einfach zwischendurch mal kurz reindaddeln kann und genau dafür ist er perfekt. Also, hat mal kurz Spaß gemacht, so. Würde ich jetzt nicht den ganzen Tag grinden, aber, ja, bockt auf jeden Fall, kann man mal machen. Schreibt gerne mal... Hexis Hacking wird gehackt. Ja, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt von dem Modus. Habt ihr ihn schon mal ausprobiert? Wie gefällt er euch? Ich muss sagen, mir gefällt er ganz gut. Macht auf jeden Fall Spaß, ihn zu spielen. Und ja, für zwischendurch auf jeden Fall sehr, sehr geeignet. Also dann, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, gell, ihr wisst es, einfach den Kanal abonnieren, damit würdet ihr mir einen großen Gefallen tun. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!